Ich darf Sie also, Herr Professor Dr. Stefan Bauberger von der Hochschule für Philosophie in München, ganz herzlich willkommen heißen. Herr Bauberger vertritt die Lehrgebiete Naturphilosophie, Grenzfragen der Naturwissenschaft und Wissenschaftstheorie. Professor Bauberger hat sich in unterschiedlichen Zusammenhängen zu technikphilosophischen und ethischen Fragen, zu künstlicher Intelligenz und auch zu Fragen nach dem Menschenbild angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz geäußert. Und wir, also die Arbeitsgruppe, sind uns mit ihm einig, dass solche Fragen unabweislich in einem universitären Bildungsprozess eine Rolle spielen müssen. Nun hat Herr Professor Bauberger vor gerade einer Woche, glaube ich, ein neues Buch veröffentlicht mit dem interessanten Titel Welche KI? Fragezeichen, künstliche Intelligenz demokratisch gestalten. Darin sind zwar nicht die Hochschulen explizit angesprochen, aber sein Buch stößt aus meiner Sicht einen für die Hochschulen sehr wichtigen Gedanken an, der sich in diesen Fragezeichen widerspiegelt. Wie problematisch eindeutig ist unser Verständnis von KI und wie können wir KI so gestalten, dass sie unserem Wissenschafts- und Bildungsverständnis und natürlich auch demokratischen Gestaltungsprinzipien entspricht. Das heißt, statt von Anpassungszwang ist hier ein Tor aufgestoßen zu Gestaltungsmöglichkeiten und diesem Gedanken sollten wir nachgehen. In einer früheren Diskussion hat Professor Bauberger in so einem Zusammenhang einmal die Frage aufgeworfen, ob es nicht möglich sei, eine wertebasierte KI zu entwickeln. Wäre das nicht eine Aufgabe für die Hochschulen, frage ich mich. Professor Bauberger sieht in der Entwicklung der KI aktuell den Beginn einer neuen Phase. KI, schreibt er, sei auf dem großen Sprung in die Praxis und es brauche entsprechendes wissenschaftliches Personal. Damit nehmen ethische Fragen im Hinblick auf diese Anwenderphase, in die wir nun hineinlaufen, nehmen ethische Fragen einen ganz anderen Raum ein, treten auch in neuer Gestalt auf. Und die Hochschulen, die ja das anwendungsbezogene wissenschaftliche Personal qualifizieren sollen, werden auch vor diesem Hintergrund ihr Verständnis von Hochschulbildung neu bestimmen müssen. Das alte Spannungsverhältnis von Theorie und Anwendungsbezug erhält also hier eine ganz neue und eine ethische Relevanz. Und deswegen sind wir gespannt, Professor Bauberger, welche Denkanstöße Sie uns mitgeben können. Sie haben das Wort. So, vielen Dank. Bin ich zu hören? Okay. Dann danke ich erstmal für die Einladung und Dank für den Werbeblock für mein Buch. So lange hätte ich es mich gar nicht getraut, den selber zu machen. Ich muss gleich sagen, ich habe keine Präsentation vorbereitet und ich bin auch immer, kriege erst in letzter Minute immer das fertig, was ich sagen will. Deswegen ist manches auch ein bisschen ungelenk formuliert. Erstmal die Auswirkungen von KI, dazu eine kurze Bemerkung oder eine kurze Frage. Es ist ja gar nicht absehbar, wie groß werden die Auswirkungen sein. Wir sind gerade in einer Phase, wo man das überhaupt nicht absehen kann. Und ich würde sagen, es sind so zwei Szenarien denkbar. Das eine nennt Herr Ramge, ein Autor, der über KI geschrieben hat, wir seien im Kitty Hawk-Moment. Kitty Hawk war die Kleinstadt in den USA, wo der erste Motorflug absolviert wurde. Der ging damals über die sagenhafte Entfernung von 37 Metern und hat ungefähr 12 Sekunden gedauert. Da war nicht absehbar, was aus dem Fliegen werden wird. Aber es war der Anfang für eine gewaltige Umwälzung. Oder das andere Szenario wäre Blockchain. Vor einigen Jahren riesiger Hype. Und heute muss man sagen, ja, es wird halt gehypt, aber so viel ist nicht passiert und so viel ist auch nicht zu erwarten an Veränderung. Es ist also schwer vorherzusagen. Ich vermute aber, dass es doch zu gewaltigen Veränderungen oder Einflüssen kommen wird. Und zwar
Das wird diskutiert im Zusammenhang der Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Nicht in der Form, dass bestehende Abläufe und Prozesse einfach durch KI ersetzt werden, sondern in der Form, dass Abläufe auch ganz neu organisiert werden. Und auch Prozesse in den Hochschulen und im Lernen wahrscheinlich ganz neu organisiert werden. Das macht es natürlich umso schwerer vorherzusagen. Ein Beispiel dafür aus dem Bereich der Digitalisierung. Als das losging mit der Digitalisierung in den Banken, hat man nicht die Schalterbeamten durch Roboter ersetzt. Und solche Roboter wird man in absehbarer Zeit auch nicht bauen können, die die Schalterbeamten ersetzen können. Man hat Online-Banking erfunden, einfach eine ganz andere Art, dasselbe zu machen, die aber trotzdem alte Abläufe einfach ersetzt. Und ich glaube, auf solche überraschende Dinge muss man sich auch im Zusammenhang mit KI und Lernen und KI und Hochschulen gefasst machen. Jetzt, ich habe drei Hauptthesen, die ich jeweils ein bisschen ausführen will. Und fange an. Erste Hauptthese: Eine hochschulübergreifende und nicht kommerzielle Infrastruktur ist gefragt. Die Plattformen und die Inhalte sollen öffentlich finanziert werden. Das führe ich jetzt aus. Es gibt in der ganzen Digitalwirtschaft, und das betrifft auch KI, eine inhärente Tendenz zur Monopolbildung. Das sieht man ja anhand der Konzerne, die da beteiligt sind. Es gibt fünf große Konzerne in den USA. Jeweils zwei von denen haben einen höheren Börsenwert als alle deutschen Aktien, also börsennotierten Aktienunternehmen zusammen. Und die fünf sind alle erst innerhalb weniger Jahre groß geworden. Man kann das auch verstehen, warum es diese Tendenz zur Monopolbildung gibt. Das eine ist formal gesprochen, es gibt sehr niedrige Grenzkosten der Anwendung. Also wenn man eine gute Software hat, die mal läuft, spielt es kaum eine Rolle, ob es mehr Anwender gibt oder nicht. Während ein neuer Anwender, der in den Markt kommt, hat erstmal hohe Entwicklungskosten. Und das, was sich dann durchsetzt, hat damit also immer einen Vorsprung auf dem Markt. Dazu kommen Netzwerkeffekte, nämlich das, was mal eingeführt ist. Das übernimmt auch den Markt. Das ist zum Beispiel ganz stark in den sozialen Netzwerken zu sehen. Wenn alle bei Facebook sind, dann hat es keinen Sinn, zu einem anderen Netzwerk zu gehen. Und im Zusammenhang mit KI gibt es noch einen dritten Effekt, nämlich den Effekt der Datensammlung. KI wird umso leistungsfähiger, je mehr Daten gesammelt werden und gerade auch KI, die dem Lernen an Hochschulen oder sonst wie dient, wird er auch im Gebrauch dazulernen können, wird sich sozusagen selbst optimieren können. Je mehr sie also verwendet wird, umso mehr Daten stehen dahinter und umso besser wird diese KI. Ich vermute, dass die Hauptanwendung, wie gesagt, wie oben gesagt, das Problem ist, es lässt sich ja gar nicht so richtig absehen im Vorhinein, was die Anwendungen sein werden. Die Hauptanwendung wird das sein, was in diesem Weißbuch da skizziert wurde, das sicher heute schon öfter erwähnt wurde, nämlich Anwendungen, die so dem flexiblen Selbstlernen dienen, wo also Studierende, aber das wird sicher auch demokratisiert werden, auch andere Studium teilweise ersetzen oder ergänzen können. Und weil eben auch da sich einzelne Lösungen dann durchsetzen werden, die besten oder diejenigen, die am meisten verbreitet sind. Deshalb halte ich es für sehr wünschenswert, dass man möglichst schnell davon wegkommt, Einzellösungen von Hochschulen zu entwickeln, sondern dass man eine gemeinsame Infrastruktur sucht, hochschulübergreifend, entweder auf nationaler oder besser noch auf europäischer oder internationaler Ebene, und da eine Infrastruktur zu schaffen, bevor kommerzielle Monopole entstehen können. Also diese richtige Lernplattformen zu entwickeln,
die eben dann auch öffentlich finanziert sind. Es gibt gute Beispiele. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Archive. Ich habe Physik studiert und da in der Zeit, also in den Mitte der 90er, ging es da schon groß los mit einer Plattform, auf der praktisch alle physikalischen Veröffentlichungen zugänglich sind. Selbst Veröffentlichungen, die in Zeitschriften landen, werden parallel öffentlich zugänglich gemacht und dazu auch alle möglichen Preprints, also alles, was Leute vorveröffentlichen. Das wird von der amerikanischen Uni gehostet, aber durch Spenden von überall her finanziert. Wikipedia scheint mir auch ein gutes Beispiel zu sein. Dann schlechte Beispiele kenne ich jetzt nicht aus dem Bildungsbereich, aber immerhin problematische Beispiele. Diese Vorträge hier werden über YouTube gestreamt, weil es einfach keine vergleichbare Plattform gibt. YouTube ist aber eine kommerzielle Plattform. Und ich denke, man muss mindestens ein Problembewusstsein entwickeln, wenn eben kommerzielle Plattformen mit kommerziellen Interessen hier die Kontrolle haben über so etwas. Nochmal die Wiederholung dieser ersten Hauptthese. Eine hochschulübergreifende und nicht kommerzielle Infrastruktur ist gefragt. Die Plattformen und die Inhalte sollen öffentlich finanziert werden. Also nicht nur öffentlich zugänglich, sondern auch öffentlich finanziert, um eben der Kommerzialisierung zu entkommen. Ich komme zur zweiten Hauptthese. Das knüpft an die Frage nach Algorithmenkompetenz, die heute überall gestellt wird. Meine These dazu ist, Algorithmenkompetenz ist für die meisten Studiengänge nicht das Wichtigste, nicht zentral. Vielmehr geht es um das Erlernen der Handhabung von neuen Hilfsmitteln und um ein Verständnis der gesellschaftlichen Aspekte, gerichtet auf die Einbindung in eine demokratische Gesellschaft. Also wenn es um Algorithmen geht, die müssen natürlich, also eine Algorithmenkompetenz ist natürlich erforderlich in allen technischen Studiengängen, in allen Studiengängen, in denen man selbst Algorithmen erstellen muss oder mit Algorithmen umgehen muss. Dafür ist es sicher unumgänglich. Aber für die meisten Studierenden, also wenn ich jetzt an meine Philosophiestudierenden denke, es ist vielleicht gut, wenn die irgendwie eine Idee bekommen, was Algorithmen sind, aber das reicht dann auch. Was aber für die wichtig ist, ist eben zu erlernen, Hilfsmittel, die Handhabung von Hilfsmitteln zu erlernen. Also das, was im Zusammenhang mit Digitalisierung und KI als Enhancement bezeichnet wird, dass so die menschlichen Fähigkeiten nicht einfach ersetzt werden, sondern eben verbessert werden im Idealfall. Also eine gute Anwendung von KI ist eben die Verbesserung dessen, was Menschen können. Und das ist natürlich eine ganz entscheidende, ganz entscheidend für Studierende, alles das zu erlernen und einzuüben. Passiert ja auch. Also man lernt ja nicht nur Textverarbeitung, man lernt auch Internetrecherche. Aber ich erinnere mich noch an Diskussionen, die noch nicht so lange her sind, an meiner Uni, wo es hieß, also Wikipedia sollten Studierende nicht verwenden. Das ist natürlich heute völlig wahnsinnig. Also ich verwende es ja selber für alle möglichen Zwecke, um mich schnell mit irgendwas vertraut zu machen. Ein alter Hut für ein Beispiel für solches Enhancement. Da komme ich wieder auf meine Zeit meiner Arbeit in der Physik zurück und mein Physikstudium. Schon da Anfang, Mitte der 90er Jahre, war es für die Forschungsbereiche, in denen ich war, völlig unverzichtbar, dass man Computeralgebra-Systeme verwendet hat. Meiner Ansicht nach sind es auch Beispiele für KI-Anwendungen, obwohl es meistens nicht darunter aufgezählt wird, aber es erfüllt meiner Ansicht nach die Kriterien für KI. Also Computeralgebra-Systemen können
mathematische Formeln symbolisch verarbeiten, nicht nur Zahlen, sondern auch Symbole. Und wir haben damit Formeln hantiert, die, wenn man sie ausgedruckt hätte, über 1000 Seiten gegangen wären. Das kann kein Mensch irgendwie im Kopf lösen. Und man hat einfach gelernt, mit diesen Algebra-Systemen umzugehen, was eine Fähigkeit war, die man wirklich lernen muss. Also das ist ja nicht einfach selbsterklärend und man muss irgendwie kombinieren, wie verwende ich diese Systeme und was mache ich selber, wo muss ich dann selber mathematisch arbeiten, so in diesem Zusammenspiel. Das ist eigentlich, wäre eigentlich so das Ideal des Umgangs mit so KI-Hilfsmitteln, dass sich sowas entwickelt. Ein aktuelles Beispiel. In so einem Workshop mit Leuten von der TU München aus dem Robotikinstitut dort haben die so ganz offen erzählt, sie schreiben heute Artikel oft gar nicht mehr in Englisch, sondern sie schreiben sie in Deutsch und übersetzen sie mit DeepL. Wobei sie auch da dann, man übersetzt nicht einfach stur mit DeepL, DeepL ist ja auch ein KI-System zur Übersetzung, sondern sie übersetzen dann von Deutsch auf Englisch, übersetzen es wieder zurück auf Deutsch mit demselben System, korrigieren dann den deutschen Text und übersetzen ihn wieder auf Englisch. Dann ist es grammatikalisch am korrektesten, braucht man am wenigsten Nacharbeiten am englischen Text. Also auch das Lernen eines geschickten Umgangs mit so einem System, mit so einem Hilfsmittel. Das, glaube ich, hat einen ganz wichtigen Konsequenz für die Hochschulbildung, nämlich der Umgang mit solchen Hilfsmitteln, der wird, glaube ich, immer wichtiger werden und in dem Sinn werden die Methoden des Umgangs mit solchen Hilfsmitteln eher wichtiger. Und die Inhalte werden eher unwichtiger. Inhalte findet man im Internet, wenn man sie sucht. Aber den geschickten Umgang mit Recherche und Hilfsmitteln zu lernen, das wird meiner Ansicht nach einen größeren Anteil haben an der Hochschulbildung. Und dann was ich oben formuliert habe, es geht um ein Verständnis der gesellschaftlichen Aspekte, gerichtet auf die Einbindung in eine demokratische Gesellschaft. Das sind natürlich die Sachen, die ich auch in meinem Buch wesentlich versucht habe aufzudecken. Ich glaube, es braucht eine demokratische Allgemeinbildung im Angesicht von Digitalisierung. Habe mal ein Seminar über Digitalisierung, ein Pro-Seminar mit Studenten an unserer Hochschule gehalten und einige haben am Ende im Schlussgespräch gesagt, das Wichtigste, was sie gelernt haben, war ein bisschen ein kritischer Blick auf den Umgang mit Daten. Vorher war das, haben sie auch ausdrücklich so gesagt, einige, warum soll ich meine Daten nicht Google überlassen? Was ist denn schlimm daran? Also so etwas zu lernen, was ist der Wert von Daten, inwiefern hat ein sensibler Umgang mit Daten auch eine wichtige Funktion in einer demokratischen Gesellschaft? Also inwiefern ist Privatheit nicht einfach nur irgendwie ein persönliches, subjektives Bedürfnis, sondern auch ein Wert für eine Demokratie? Solche Fragen. Oder das Wissen um die Manipulationskraft von digitalen Anwendungen und allgemein ein Wissen über Möglichkeiten und Grenzen von KI und Digitalisierung. Nochmal zur Wiederholung, diese zweite Hauptthese. Algorithmenkompetenz ist für die meisten Studiengänge nicht das Wichtigste. Vielmehr geht es um das Erlernen der Handhabung von neuen Hilfsmitteln und um ein Verständnis der gesellschaftlichen Aspekte, gerichtet auf die Einbindung in eine demokratische Gesellschaft. Dritte Hauptthese: Im Angesicht der technischen Industrie in instrumentellen Vernunft gilt es umso mehr, das spezifisch Menschliche zu entdecken und das Technische den Maschinen zu überlassen, soweit sie es können. Das soll sich in den Methoden der Hochschulbildung spiegeln. In den Human- und Geisteswissenschaften hat es auch Folgen für die Inhalte.
Wenn ich von technischer und industrieinstrumenteller Vernunft spreche, dann bräuchte es eigentlich eine lange Erklärung. Es war ja hier bei dieser Anhörung, wenn ich es recht verstehe, auch das Weizenbaum-Institut vertreten. Weizenbaum hat sich sehr viel mit damit beschäftigt und gewarnt vor einer Vorherrschaft der technischen und instrumentellen Vernunft und auch davor gewarnt, dass gerade die Anwendung von Computern diese Vernunft in den Vordergrund rückt und dass sozusagen die andere Aspekte der Vernunft, die spezifisch menschlich sind, zurücktreten. Ein Beispiel, das jetzt gar nichts mit Computern zu tun hat, aber das er bringt, ist im Zuge der Studentenaufstände in den USA gab es dann Versuche, das alles zu lösen, indem man es einfach irgendwie psychologisch, soziologisch analysiert, wo er sagt, es geht aber eben auch um Interessenskonflikte. Die lassen sich nicht mit technischen Lösungen lösen und auch solche psychologische und soziologische Methoden sind letztlich technische Lösungen oder gehören zur instrumentellen Vernunft. Und damit verdeckt man, dass es eben auch Probleme oder Dinge gibt, die sich technisch nicht lösen lassen. Ich glaube, ich habe die These nicht zu Ende gelesen. Doch, ich habe sie schon zu Ende gelesen. Also es geht darum, angesichts der technischen, instrumentellen Vernunft, umso mehr das spezifisch Menschliche zu entdecken. Man kann sagen, Computer können vieles besser und zunehmend viel mehr noch besser. Und sie können genau das besser, was eben zur technischen, instrumentellen Vernunft gehört. Und das sollte eigentlich eine Chance sein, jetzt nicht das Menschliche zu verdrängen, sondern das Menschliche neu zu entdecken. Wie kann das geschehen? Also erster Teil meiner sozusagen Lösung, die ich in der These anbiete, das soll sich in den Methoden der Hochschulbildung spiegeln. Ich denke, dass Lernen eben verschiedene Aspekte hat und Lernen hat vielfach auch den Aspekt, der zur technischen und instrumentellen Vernunft gehört. Das lässt sich vielfach tatsächlich wohl auch mit digitalen Methoden machen und vielleicht manchmal besser machen als durch Menschen. Also ich kenne selber und empfehle manchmal auch meinen Studierenden Plattformen im Internet, wo Lerninhalte einfach großartig aufbereitet sind, mit kleinen Lehrfilmen und allem Möglichen, wo sie das sich sehr gut selber erarbeiten können und teilweise auch sehr unterhaltsam auch noch. Trotzdem glaube ich, dass es auch einen Aspekt des Lernens gibt, in dem Lernen einfach ein Kommunikationsgeschehen ist. Und es kann ja vielleicht gerade dadurch, dass man sagt, das, was technisch ist, das, was zur technischen Vernunft gehört, überlassen wir möglichst viel den Maschinen, kann ja gerade dazu führen, diese andere Seite dann auch wieder neu zu entdecken und wertzuschätzen und zu sagen, da, wo es um Kommunikationsgeschehen geht, da braucht es eben auch Menschen und da braucht es eben die direkte menschliche Begegnung von Lehrenden und von Lernenden. Dann zweiter Teil meiner sozusagen der Konsequenzen, die ich formuliere. In den Human- und Geisteswissenschaften hat es auch Folgen für die Inhalte, wenn es darum geht, das spezifisch Menschliche neu zu entdecken. Ich bringe mal ein Beispiel von einem chinesischen Autor Kai-Fu Lee. Das ist so ein Vorreiter der Anwendung von KI in China. Der hat selbst auch viel investiert in diesen Bereich und mitentwickelt. Er wurde dann schwer krank, krebskrank und hat dann auf einmal entdeckt, dass es auch was anderes gibt. Er ist immer noch ein Fan von KI und setzt viel darauf, dass es eine große Zukunft haben wird. Aber er hat eben auch die andere Seite entdeckt. Und ein Zitat von ihm über Medizin:
Patients don't want to be treated by a machine, a black box of medical knowledge that delivers a cold pronouncement. You have fourth-stage lymphoma and a 70% likelihood of dying within 5 years. Instead, patients will desire, and I believe the market will create, a more humanistic approach to medicine. Jetzt gerade auf die Medizin hin formuliert, KI wird die Medizin meiner Ansicht nach in ganz gewaltiger Weise umwälzen. Also vor allem die diagnostischen Systeme der Medizin werden, damit rechne ich, relativ schnell durch sehr viel bessere technische Systeme ersetzt werden. Und da wird KI eine große Rolle spielen, vor allem bei bildgebenden Verfahren. Das ersetzt aber nicht den Arzt. Es bedeutet aber natürlich, dass die Ausbildung von Ärzten eine ganz andere werden muss. Nämlich Ärzte sollen dann bevorzugt das lernen, was die Maschinen nicht können. Und es kann gerade eine Chance sein, dass Ärzte auch in eine ganz andere Rolle hin ausgebildet werden. Das scheint mir ist dann eine direkte Folge, wenn KI in die Gesellschaft einmarschiert. Dann auch noch erweitert auf Human- und Geisteswissenschaften. Da komme ich selber ja aus der Philosophie und stelle schon erstaunt fest, wie schnell so Ideale des Transhumanismus auf einmal auch öffentlich formuliert werden. So, es ist Zeit, dass der Mensch abtritt, teilweise auch mit philosophischen Ideologien unterlegt, so ein neuer Hegelianismus. Die Entwicklung der Intelligenz geht halt dahin, dass der Mensch ersetzt wird und dann soll er auch den Platz machen, was dann besser ist und nach ihm kommt. Gut, das würde ich sagen, ist eben eine Herausforderung für diese Philosophie. Es ist einerseits so plump, dass man sagen kann, da braucht man gar nicht viel dagegen kämpfen. Aber ich glaube, der gesellschaftliche Einfluss dieser Ideen in einer indirekten Weise wird nochmal massiv zunehmen. Gerade auch durch eine Art von Kränkung, die passiert, wenn Maschinen vieles auf einmal viel besser können. Es wird berichtet aus dem chinesischen Raum, dass die Tatsache, dass auf einmal Computer das Go-Spiel besser können als die besten menschlichen Spieler, im chinesischen Raum die KI-Entwicklung gewaltig beschleunigt hat. Natürlich, weil es eine Art Kränkung auch darstellt der Menschen, die eben da die spezifisch menschlichen Kenntnisse so geschätzt haben. Noch ein Beispiel aus der Philosophie, wie das auch indirekt Einfluss hat auf das philosophische Denken. Ich denke so, diese technische instrumentelle Vernunft ist zum Beispiel in die Philosophie auch eingedrungen durch eine Tendenz zur Formalisierung, die vor allem die angelsächsische Philosophie extrem stark prägt und die aber Objektivität eigentlich nur vortäuscht. Also man hat ein falsches Ideal der Objektivierung und vergisst, dass es eben Wissenschaften gibt und da gehört die Philosophie dazu. Da gehören aber meiner Ansicht nach alle Geisteswissenschaften dazu, die eben nicht dasselbe Maß von Objektivierung haben können, wie es empirische Wissenschaften haben. Und da gilt es eben gerade, wenn wir die technische Vernunft, wenn das Maschinen besser können, dann in Abgrenzung dazu die Qualitäten der menschlichen Vernunft oder des Menschlichen auch zu entdecken und auch in die Wissenschaft einzubringen. Ich wiederhole nochmal die dritte Hauptthese zum Abschluss. Im Angesicht der technischen instrumentellen Vernunft gilt es umso mehr, das spezifisch Menschliche zu entdecken und das Technische den Maschinen zu überlassen, soweit sie es können. Das soll sich in den Methoden der Hochschulbildung spiegeln. In den Human- und Geisteswissenschaften hat es auch Folgen für die Inhalte. Das war's und jetzt warte ich auf Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Bauberger, für diese interessanten Ausführungen. Die erste Frage ist schon da, Herr Rekzee. Danke sehr. Sie sagten in Ihrer zweiten These, dass Algorithmenkompetenz jetzt nicht der entscheidende Inhalt wäre, wenn man über ein Curriculum der übergreifenden Fächerkultur nachdenkt. Jetzt ist das, was man vielleicht mit Data Literacy bezeichnet, ja auch so ein Begriff, ähnlich wie wenn man darüber nachdenkt, was meine ich eigentlich, wenn ich sage Hoffnung, was meine ich, wenn ich sage Intelligenz, was meine ich, wenn ich sage Gott oder wie auch immer. Wir haben alle eine Vorstellung davon, aber irgendwie ist das noch was anderes bei allen Versuchen, es zu Genau. definieren. Und bei Algorithmenkompetenz spürte ich bei mir direkt einen Widerstand gegen Ihre Aussage. Insofern, das, was Sie zum Schluss aussagten, dieser Ausblick auf die Problemfelder des Transhumanismus, kommen da nicht auch Missverständnisse, zum Beispiel falsche Objektivierungen? Kommt das nicht auch ein bisschen daher, dass dass verschiedene Fächerkulturen sich zu wenig gegenseitig austauschen über ihre Hermeneutiken, ihre Herangehensweisen an bestimmte Begriffe und das, was sie eigentlich meinen, wenn sie etwas sagen? Auf das bezogen würde ich dann sagen, stellen wir uns eine Algorithmuskompetenz vor, die uns erst einmal deutlich macht, dass auch unser Denken nicht einfach Datenanalyse von besonders vielen Informationen ist, sondern eben mehr. Wenn man an diesen berühmten Satz von Ray Kurzweil denkt, auf die Frage, ob es Gott gibt, sagt er nein, aber er entsteht gerade und träumt davon, dass wir uns mit unseren Erfahrungen und Erinnerungen irgendwann in die Cloud laden und dann können wir da ewig leben. Dann spricht da erst einmal eine große Hoffnung auf die Technologie, meint aber Probleme, die eigentlich eher klassisch geisteswissenschaftlich philosophisch sind, die Angst zu sterben, die Hoffnung auf die Ewigkeit und dergleichen. Also könnte die Frage nach einer Algorithmuskompetenz nicht auch bedeuten, wir unterhalten uns erst einmal darüber, was eigentlich Denken oder diese Intelligenz bedeutet. Und wenn ich so einen Algorithmus dann sehe, habe ich verstanden, das ist was anderes als mein Denken. Dem würde ich zustimmen. Also, sagen wir mal, da würde ich auch genau zustimmen. Man kann das Wort Algorithmenkompetenz ganz unterschiedlich verstehen. Ich habe es jetzt in dem Weise aufgefasst, es sollten alle Studierenden auch lernen, mit Algorithmen umzugehen. Und dem würde ich widersprechen. Aber diese andere Geschichte, dass man versteht, was bedeutet eigentlich Denken in Algorithmen, und meiner Ansicht nach sollte man auch, wenn es um KI geht, wäre schon mein Anliegen, dass alle auch ein bisschen verstehen, was ist da eigentlich, was ist da eigentlich dahinter? Und ich glaube, das ist gar nicht so aufwendig, das zu verstehen. Und es entzaubert auch die ganze Sache ein bisschen. Es entzaubert allerdings auch ein bisschen unser eigenes Denken, wenn man merkt, ein Großteil unseres eigenen Denkens ist einfach eine hochverfeinerte Mustererkennung und nicht mehr als das. Und dann kann man aber, da würde ich auch zustimmen, in Abgrenzung davon dann auch verstehen, was uns Menschen dann ausmacht, ja. Ja, und uns ein bisschen, dass wir über dieses instrumentelle Vernunft tatsächlich hinausgehen. Also wenn es in dem Sinn gemeint ist, dann stimme ich der Algorithmenkompetenz zu. Ja, vielleicht in diesem Zusammenhang gleich würde ich gerne in die gleiche Richtung nochmal einen Gedanken formulieren. Sie sagen, haben ja selbst in wiederholten Zusammenhängen darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass man künstliche Intelligenz gestaltet. Man kann sie aber nur gestalten, wenn man tatsächlich schon eine gewisse Basiskompetenz ja mitbringt. Denn sonst besteht ja die Gefahr, und das klang jetzt so ein bisschen raus bei Ihnen, dass die Gestaltung, eventuell auch dann die, ich sag mal, auch wertbezogene Gestaltung und so weiter von Algorithmen, dass die sozusagen den Leuten der instrumentellen Vernunft zugewiesen wird und die anderen denken unabhängig davon über Demokratie nach. Das kann ja nicht so gemeint sein. Ja, gut, das ist natürlich, ja, ich glaube, das ist eine wichtige Ergänzung, die eigentlich, wo ja an Ihre beiden Fragen, die ich aus Ihren beiden Fragen raushöre und der zustimmen würde. Wir brauchen eigentlich sehr viel Interdisziplinarität in Ja, dieser ja. Zeit und für diese Fragen.
Ich erlebe eigentlich auch, also da, wo ich Kontakte habe mit KI-Entwicklern, sind nicht viele, aber ein bisschen, dass die teilweise da großes Interesse haben an dieser Interdisziplinarität, weil die eigentlich auch oft sehr verunsichert sind, was sie da eigentlich machen und wie sie das machen sollen und auch irgendwie spüren, das ist jenseits ihrer Kompetenz, dieser übergreifende Blick, den man da auch braucht, sondern ihre Kompetenz ist eben tatsächlich nur, die Dinger dazu zu bringen, möglichst gut zu funktionieren. Also in dem Sinn wäre also diese Interdisziplinarität, glaube ich, noch ein eigener Punkt, den man auch formulieren müsste. Im Nachhinein würde ich vielleicht eine vierte These daraus machen. Bei der dritten These hätte ich auch noch mal eine Frage, das geht aber auch ein bisschen in die gleiche Richtung. Wenn Sie sagen, es kommt darauf an, und da werden wir Ihnen voll zustimmen, dass es darum geht, das spezifisch Menschliche wieder zu entdecken oder neu zu entdecken oder überhaupt zu entdecken. Und dann haben Sie gesagt, es gibt auf der einen Seite eine wichtige Form des Entdeckens, die wird sich beziehen auf die Methoden der Hochschulbildung. Das gilt sicherlich für alle Fächer sozusagen. Es gilt aber auch für, aber es gilt für die Humanwissenschaften und die Geisteswissenschaften, dass es auch um Inhalte geht. Und da wäre einfach jetzt nochmal meine Rückfrage, geht es tatsächlich nur, also um ein Entdecken von Inhalten sozusagen, kann sich das eigentlich nur sozusagen aus grundsätzlichen Gründen auf die Human- und Geisteswissenschaften beziehen? Müsste es nicht auch einen Weg geben, dass auch die Fächer der instrumentellen Vernunft, dass die auch sozusagen mal mit inhaltlichen Veränderungen konfrontiert werden oder aufgefordert, sich aufgefordert sehen müssten, doch auch auf die Inhalte einzugehen. Ja, also ich meine, wenn man es konkret fasst, kann man ja die Frage stellen, müssten nicht auch in den technischen Fächern ethische und philosophische Fragen auch behandelt werden. Es gibt da in den USA zum Beispiel gibt es so eine Kultur dafür. Wie effektiv das ist, kann ich nicht beurteilen. Aber die Frage stellt sich natürlich. Das ist jetzt, glaube ich, nicht spezifisch bezogen auf KI und auf das, was KI dafür bedeutet. Man kann natürlich sagen, insofern KI sehr stark direkt auch unser Menschenbild beeinflusst, also darauf eine ganz starke Wirkung hat, könnte diese Frage dann nochmal verschärft auftreten. Ja, also so ganz schlüssig bin ich mir auch nicht. Also jetzt sagen wir mal konkret, wenn man einfach nur noch eine Ethikvorlesung einschiebt in die technischen Fächer. Was das bringt, weiß ich auch nicht. Und zum Beispiel mein KI-Buch habe ich auch deswegen geschrieben, weil vieles von, was ich dann so lese über Ethik der KI, das ist dann irgendwie so, ich habe immer den Eindruck, man diskutiert über so eine kleine Frage, die man dann mit ethischen Methoden irgendwie erfassen kann, aber man sieht gar nicht das Ganze der Auswirkungen, also so die wirklich das Gesamtpaket der Auswirkungen. Also das ist gar nicht so einfach zu erfassen. Also ich bin ein bisschen unschlüssig, wie kann man den Studenten, den Studierenden in den technischen Fächern so einen breiteren Blick auch geben? Ja, also da würde ich Ihnen zweifellos recht geben. Das gilt übrigens nicht nur für die technischen Fächer, sondern auch wie ethische Fragen etwa in der BWL behandelt werden. Ne? Da kann man ähnliche Erfahrungen machen, das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite, jetzt im Hinblick auf das Thema KI, besteht natürlich schon die Gefahr, wenn man das so stark auftrennt, dass man sagt, die einen sind dafür zuständig, die anderen dafür, dass man da doch sozusagen in eine ganz merkwürdige Neuauflage der Zwei-Kulturen-These reingerät. Und das wäre natürlich ganz, ganz fatal. Nicht? Also gerade vom Stichwort etwa Transhumanismus her gesehen. Nicht? Das wäre ja also schrecklich, wenn die Ingenieure sich nicht mit den
Behauptungen des Transhumanismus auseinandersetzen, sondern wenn das sozusagen übrig bleibt für die Philosophie und vielleicht dann noch die Theologie. Ja. Also in der Praxis erlebe ich, dass die Ingenieure sehr viel kritischer gegenüberstehen, weil sie Ja. viel besser die Grenzen eigentlich von KI sehen. Oder jedenfalls die in absehbarer Zeit noch da sind. Die sehen viel mehr die praktischen Beschränkungen dessen, was absehbar ist an Entwicklungen. Insofern setzen sie die gar nicht so viel damit auseinander, ist mein Eindruck, außer ein paar gespinnerte. Oder man kann sagen, ein paar Visionäre, je nachdem, kann man, wie man es nennt, gespinnert oder visionär. Aber ja, gut, ich meine, dieses Fass sollte man vielleicht auch aufmachen. Wie gelingt es, ja, vielleicht sollte man gar nicht so sehr das Wort Ethik so stark gebrauchen, Ja. aber was wie eine gesellschaftliche Verantwortung auch mit reinzunehmen in die Ausbildung für die technischen Fächer. Das Jetzt hat Interesse Herr, ist meiner Ansicht nach da. Ja. jetzt hat Herr Rixi auch noch mal eine Rückfrage. Ja, vielleicht bezogen auf das, was Sie bereits sagten, ist davon nur noch eine Bemerkung möglicherweise übrig geblieben. Wo Sie gerade so schön Gespinnerte sagen, jetzt denkt man vielleicht an einen Ray Kurzweil, solche Visionären, oder denken Sie an Elon Musk, die da ganz große Hoffnungen haben, auch was Augmentierung möglicherweise angeht. Aber das beginnt ja schon sehr früh und vielleicht auch schleichend, was ja über Zeit auch einen Prozess in Gang setzt, der dann doch dahin kommt, dass wir eine Gesellschaft der Gespinnerten sind. Nehmen Sie einfach eine beinahe beliebige Darstellung des Kontakts des Menschen mit künstlicher Intelligenz. Da ist diese KI häufig dargestellt als ein irgendwie mechanisch dargestelltes, aber humanoides Wesen. Oder wenn man von Computational Thinking spricht, dann ist das häufig so ein irgendwie mit Schaltkreisen vernetztes, dargestelltes Gehirn. Das heißt, da wird ja schon bildhaft uns allmählich, vielleicht weil wir es nicht besser darstellen können, gezeigt, da gibt es schon eine Art des Gegenüberschaffens, das wir da vorhaben zumindest, auch wenn wir weit davon entfernt sind. Also ich würde ja fast plädieren, aber Sie sagten, Sie seien da selbst nicht ganz schlüssig, dass man möglicherweise doch, und zwar fächerübergreifend, so eine Art Studium Generale macht. Das ist ja eigentlich eine ganz alte europäische Universitätsidee. Erst einmal etwas Philosophie studieren, vielleicht auch etwas Musik oder dergleichen, ja, damit man also das wesentlich Menschliche entdeckt, um sich diesen Fragen bewusster zu stellen, dass die Dinge manchmal nicht das sind, was sie scheinen. Das wäre ja gut, fächerübergreifend zu begreifen, bevor man dann Fachmann oder Fachfrau des eigenen Faches wird. Gut, Studium Generale, das könnte tatsächlich eine gute, also das wäre für mich überzeugender als jetzt irgendwie noch eine spezifische, also jetzt zum Beispiel spezifische philosophische Vorlesungen dann auch für jedes Fach. Vor allem auch, weil man das natürlich mit sehr viel mehr Kompetenz machen kann. Da kann man dann auch wirklich sozusagen gute Leute holen, die versuchen, das dann zu machen. Ja, und Okay, wir hätten zwar noch eine Minute, aber ach, Frau Vogel, ich sehe gerade, Moment, es gibt noch eine Frage. ich lese gerade, würde man das fächerübergreifende Dilemma nicht gegebenenfalls lösen durch die Technologiefolgeabschätzung als Fachvorlesung für alle Fächer verpflichtend machen? Naja, das ist auch wieder, was ist Technologiefolgeabschätzung? Sagen wir, ein bisschen ein Problem der Technologiefolgeabschätzung ist, dass sie sehr schnell auch einen verengten Blick einnimmt. Aber das ist eben eine Definitionsfrage. Mir scheint, wichtig ist so eine Technologiefolgeabschätzung tatsächlich mit einem sehr weiten Blick darauf zu machen, welche gesellschaftlichen Änderungen passieren. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel die Folgen des autonomen Fahrens abschätzt,
dann Technologiefolgeabschätzung, dann muss man im Blick nehmen, was bedeutet das für die Verkehrssysteme? Also fördert es den Individualverkehr oder welche Folge hat es insgesamt dafür? Und wenn man es in so einem, wenn man Technologiefolgeabschätzung in so einem weiten Sinn macht, dann ist es natürlich wieder verbunden mit diesen ganzen Fragen nach Gesellschaft und wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft gestalten? Dann kann es diese Funktion haben. Wobei, da schien mir auch, dass eine Einbettung in ein Studium Generale dafür könnte ein guter Rahmen dafür sein. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Bauberger, für Ihre Ausführungen und Ihre Antworten. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit hatten, mit Ihnen zu sprechen.